Unser Lieblingskollege. Oh, hey there. Noticed you were here. I'm Onion-san. Onion-san, you here? Yeah. You're visiting Waterfall, huh? It's great here, huh? You love it, huh? Yeah, me too. It's my big favorite. Yeah. You know, the water's getting so shallow here. I have to sit down all the time, but... Hey, hey! It's okay. It beats moving to the city and living in a crowded aquarium. Like all my friends did. And the aquarium's full. Anyway, so even if I wanted to, that's okay though. You hear? Undyne's gonna fix everything, you hear? I'm gonna get out of here and live in the ocean, you hear? Ja, Onion-san ist in Ordnung. Hey, that's the end of this room. I'll see you around. Have a good time. In Waterfall. Blub, 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 blub. Ja, okay. Gut. Hätten wir Onion-san auch. Shiren hides in the corner, but somehow encounters you anyway. Shiren, wir könnten sie vielleicht so ein bisschen summen, ne? Sirene ist ja so ihr Ding eigentlich. You hum a funky tune. Shiren follows your melody. Sire, sire, si, mi, si. Ja. Ist aber so ähnlich. Shiren seems much more comfortable singing along. Ah, wir könnten jetzt schon... Wir könnten sie jetzt schon sperren, aber das will ich noch gar nicht. You hum some more. Monsters are drawn to the music. Suddenly, it's a concert. Sansa selling tickets made out of toilet paper. You hum some more. The seats are sold out. You feel like a rockstar. Crowd tosses clothing. It's a storm of socks. Ja, haben some more, but the constant attention. The two is the groupies. It's all aggressive toting. Shiren thinks about her future. You and Shiren have come so far, but it's time. You both have your own journeys to embark on. You hum a farewell song. Final toot. You won! 30 gold. Ah. The Northern Room hides a great treasure. Ah ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das können wir noch nicht machen. This power has no counter. Indeed, a human cannot take a monster's soul. When a monster dies, its soul disappears. And an incredible power would be needed to take the soul of a living monster. There's only one exception. The soul of a special species of monster called a boss monster. A boss monster's soul is strong enough to persist after death. If only for a few moments, a human could absorb this soul, but this has never happened before. And now it never will. It's a statue. The structure at its feet seem dry. Please take one. Take an umbrella. Ja, you took an umbrella. Wir nehmen einen. Und geben ihn der Statue. Put the umbrella on the statue. Yes. You place the umbrella atop the statue. Inside the statue, a music box begins to play. Und
dieser subtile Hinweis, der uns auf die Lösung des Rätsels hinweist. Oben rechts, unten, unten rechts. Okay. So, wir können hier nämlich... A haunting song echoes down the corridor. Won't you play along? Only the first 8 are fine. Das kriegen wir doch hin. There's a piano here. Play it. Oh ja. Das war der Song. Da, 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 da. Wunderbar, und damit haben wir ein wunderschönes Geheimnis offenbart. Und ich will jetzt ganz kurz schon mal gucken. Annoying Dog. Info. Annoying Dog. Dog. A little white dog. It's fast asleep. Das ist sehr schön. It's a legendary artifact. Will you take it? Nein. Erstmal hier hinten lesen. Kann man nicht. Können wir denn... Ne, jetzt haben wir keine neuen Dog im Inventar. Hier schon. Super. Ja, wir taken it. You're carrying too many dogs. Okay. Dann versuchen wir es mal hier unten. Dann droppen wir mal den neuen Dog. You put the dog on the ground. The dog absorbs the artifact. Und spaziert durch die Wand. The artifact is gone. Dog residue. Was ist das? Dog item. Dirty dishes left unwashed dog by a dog. Use. You used the dog residue. The rest of your inventory filled up with dog residue. Okay. You finished using it. An uneasy atmosphere fills the room. Okay. Sell it? Heals so und so viel HP, recovers HP. Hit poodles. Okay. Komm schon. Gib mir noch mehr Salat oder irgendeinen anderen Shit. Na komm. Finished using it. Okay. Gut, ich meine. The dog residue was thrown away. Gut, dann kann man dich nochmal usen. Mhm. Okay, das bringt nichts. Gut. Wir haben zwei Salate rausbekommen. Auch in Ordnung. Dann droppen wir aber den Rest noch. So. Okay. So viel zu dem geheimen Schatz, nicht wahr? So. Dann... Nehmen wir jetzt hier noch einen Regenschirm raus. Und gehen eins weiter. Hier fängt es natürlich ganz stark an zu regnen. Yo, you got an umbrella? Awesome! Let's go! Ja, dann kommt auch unter meinen Regenschirm und nicht dahinter. Mann. Komischer kleiner Kerl. Man! Anna is so cool. She beats up bad guys and never loses. If I was a human,
I would wet the bed every night, knowing she was gonna beat me up. Ja, genau. Danke, dass wir darüber geredet haben. So, one time, we had a school project where we had to take care of a flower. The king, we had to call him Mr. Dreamore, volunteered to donate his own flowers. He ended up coming to school and teaching the class about responsibility and stuff. That got me thinking, yo, how cool would it be if Undyne came to school? She could beat up all the teachers. Genau, Wunschdenken, mein Kleiner. Aber es wäre schon cool. Maybe she wouldn't beat up the teachers. She's too cool to ever hurt an innocent person. Ja, das stimmt aber mal überhaupt nicht. Wir wurden ja schon verletzt durch sie, also... Oh, das sieht auch so wunderschön aus, dieser Screen. Einfach genießen. Return the umbrella. Put back. You return the umbrella. Okay. Yo! This ledge is way too steep. Yo, you wanna see Undyne, right? Climb on my shoulders. Yo, you're going ahead. Don't worry about me. I always find a way to get through. Ja, aber vor allem zuerst ihm aufs Gesicht legen. The humans, afraid of our power, declared war on us. They attacked suddenly and without mercy. In the end, it could hardly be called a war. United, the humans were too powerful, and as monsters, too weak. Not a single soul was taken on countless monsters, and countless monsters were turned into dust. Ach ja. The siren sound of a distant music box. It fills you with determination. File saved. Wir sind immer noch Level 1. Haben immer noch nichts Neues dazugelernt im Endeffekt. Und an dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir werden in der nächsten Folge mit Undyne konfrontiert werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und also vielleicht nicht direkt in der nächsten Folge, aber sehr, sehr, sehr bald. Und in der Pacifist Route müssen wir noch ein bisschen mehr machen, ja? Wir haben einiges anscheinend in der Neutral Route, die wir am Anfang gemacht haben, im ersten Durchlauf, haben wir einiges nicht so ganz mitgenommen, was wir hätten mitnehmen können. Da werden wir auf jeden Fall mal gucken. Denn wir müssen uns nicht nur gut stellen mit Undyne, sondern noch viel, viel mehr machen. Und darauf freue ich mich schon. Vor allen Dingen freue ich mich jetzt aber erstmal darauf, dass wir heute diesmal einiges geschafft haben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zu unserem wunderschönen Pacifist Run. Ich freue mich wirklich drauf, wie der Pacifist Run ausgeht. Weil das Ende soll so gefühlt komplett anders sein. Und wir haben jetzt schon viele Unterschiede feststellen können. So ein, zwei Gesprächsfetzen hier, so ein paar andere Dinger da. Und auch Random Events, wie zum Beispiel, als wir bei Snowdon ganz oben waren, in wo dieser Fluss entlang ging, wo in diesem Screen nichts passiert ist. In unserem letzten Durchlauf hatten wir da ein Event, der Wrong Number Song. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. Deswegen, es kann sich noch so viel ändern und man muss, um das gute Ende, das True Pacifist Ending, das wir jetzt gerade anstreben, zu erreichen, muss man das Spiel halt zweimal durchspielen. Also es ist tatsächlich vom Entwickler so erdacht, dass das so der Fall ist, wie wir das gerade tun. Deswegen, ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es macht richtig Spaß.
Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Undertale Pacifist. Bis dahin, euer Matze. Ciao.